So, es geht weiter mit Sonat Robo. Ich habe kurz noch was trinken, jetzt geht's einfach mal weiter. Kapitel 6. Eine verlockende Falle. Wir sind schon bei Kapitel 6. Sind jetzt schon drin? Anscheinend schon. Ging ja irgendwie schnell. So weit, so gut. Jetzt muss ich noch irgendwie an Bord kommen. Sesam, öffne dich. Okay. Hey, das liegt ja wie geschmiert. Das war der schwierigste Teil. Ach nee, schon wieder. Bist du aus der Sch bist du der aus Shetland? Ja, nein, also jein. Ich meine, ich bin zwar von dort gekommen, aber ich. Du bist ein Spion. Raus mit der Sprache. Wer bist du wirklich? Boah, meine Tarnung ist jetzt schon aufgeflogen. Was als Ehrlichkeit wert am längsten. Na los, komm schon. Okay. Geht mal zu dem Besitzer zurück. Hier, grüße zurück. Und das auch zurück. Und weg. Na gut, dann haben wir jetzt endlich schwierigsten Teil hinter mir. Was die auch schon weg ist, man, die können echt nützen. Muss ich, du Luis, wohl auf die gute alte alles durch Clan-Methode zu suchen gehen? Durchklemmen oder durchkramen? Ach so, ich weiß gar nicht, wie viel zur Part das gerade ist. Offensichtlich habe ich direkt ins Web im Wespennetz gestochen. Eindringen im Gesicht, der schnappt ihn. Ah, wer schnappt hier wohl wen? Du für einen Lappen. Das ist so simpel, der Gegner. Einfach ein bisschen so witzige, leichte Gegner. Ach so, okay, ich hab's verstanden. Ich wollte aber das hier abzielen. Ich mache hier alles kaputt, dann krieg ich auch was. Was ist die? Zwei Türen, warte mal, ich habe bisher 18 Minuten, 19 Minuten und 22 Minuten aufgenommen. Okay. Das sind 49 Minuten. Nein, das sind 59, was sag ich da? Verrate. Ja, das sind 59. Das sind insgesamt jetzt bisher 4 Parts. Ja, geht doch. Jetzt kommt der 5. Part. Auf der oberen geht das Maschinenraum, auf der unteren zum Nebenmaschinenraum. Oh. Wie man muss ich das dann treffen, bis es kaputt geht? Leute, die Gegner sind ein Blitz. Ich gehe zum Hauptbahn. Stirbt meine Runde. Ich hab's irgendwie geahnt. Und komm. Ich kann doch nicht durch. Doch, jetzt schon.
Mir macht es Spaß, hier alles zu zerstören. Da kann ich noch nicht durch. Das ist doch mal ein Riesenmotor, oder? Ach du Scheiße, wie groß der ist. Gleich. Perfekt. Kann ich mich bewegen? Ach so. Aber was gibt's im unteren Maschinenraum? Also neben Maschinenraum, eher gesagt. Das interessiert mich jetzt auch gerade mal so sehr. Ach komm, ich gehe jetzt einfach wieder runter. Ich will's wissen. Energie, da hat mich wieder gepackt. Gewusst hätte. Es war tatsächlich echt unnötig, dass ich hergekommen bin. Okay, komm. Mach die Tür auf, danke. Dieses Schiff hat ganz schön viele Zimmer. Vielleicht hat er sich in einem versteckt. Du musst sie alle durchsuchen. Da geht es eher zum Boss, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Tür ganz links führt zum Ballsaal. Du Dreckiger. Hat er wieder schon was ausgespuckt? Hier, friss. Okay, erstmal alle Räume durchsuchen. Gefunden. Ist ja ein seltsamer Schlüssel, wo ich glaube, wenn man den Treppen von unten ab, ja, kommt nach da, kommt man da hinten. Soll wetten, er ist da. Willst du mich komplett verarschen? Willst du mir jetzt zeigen, wo der Raum ist? Leute, ich bin nicht irgendwie ein bisschen behindert im Kopf. Ich nehme erstmal mit. Vielleicht erweist uns noch als nützlich. Ich denke echt manchmal, ich bin ein bisschen beschränkt im Kopf, dass mir das nicht merke. Ein Tagebuch. Ich schreibe mit lieber. Ich schreibe mir, pass auf, damit ich das nicht vergesse. Das war so für den ersten Lagerraum 135. Och, scheiße. Ich brauche einen Stift. Ich brauche einen Stift. Stift. 135. 828. Okay. Okay. 135. 828. Okay. Nicht vergessen. 135, 828. Okay. Ich darf es nicht vergessen. Okay, was macht der Kurs-Soldat da? Hey du da, wo bist du jetzt? Rück lieber gleich mit damit raus, sonst werde ich nicht, werde ich die dazu bringen. Keine Ahnung, irgendjemand sagt das von einem Geist, aber ich weiß es nicht. Hä? Das war leicht. Willst du gar nicht mit mir kämpfen? Ich habe heute frei. Warum? Ich wollte gerade eine Runde schlafen und habe keine Lust zu kämpfen. Außerdem bringt der Job nicht genug ein, wenn du weißt, was ich meine. Vielleicht solltest du dann mal lieber einen Jobwechsel nachdenken. Den Soldaten mag ich irgendwie. Okay, 135828. Thank you.
Okay. Es gibt ja so viel Leben hier. Wo ist Luis? Bist du der Eindringling? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Hey, wie jetzt? Ich habe kurz weggeguckt und schon ist er aus den Rohren gestimmt. Ich muss ihn finden. Ich habe eine Idee. Du behauptest einfach, er konnte fliehen, weil du mich angegriffen hast. Geht's noch? Na egal, sag mir lieber, wo er hingelaufen ist. Über Funk kam die Durchsage, dass er neben mir... Ja, muss ich schon irgendwie. Okay, neben Maschinenraum willkommen. Ach ja, ich werde jetzt jeden Tag eine Folge Soldado Robo hochladen. Damit ihr immer... dass ihr immer was zum Gucken habt. Und nicht immer ausrastet, ja, du ladest zu viel hoch, wir kommen nicht klar und alles. Männer, Maschinenraum. Jetzt habt ihr die Gelegenheit und das sind jetzt immer 15 Minuten Parts, also ihr habt Zeit, ihr euch alles anzugucken. So, es wird durch. Nebenmaschinenraum offen. Ich probiere einfach mit der Schlüssel aus, den ich gefunden habe. Super, die Tür ist auf. Okay, so bleibe ich mal. Komm, mach schneller. Vielleicht ein Blitz von einem Gegner. Ich brauche nur so wenig zum nächsten Level ab, oder was? Ich greife gegen einen unsichtbaren Gegner an, den ich nicht sehe, egal. Ist er noch da? Anscheinend schon. Okay, der ist tot. Okay, jetzt ist er tot. Wo soll der Gegner jetzt sein? Okay, ist er jetzt hier drin, der Typ? Ah, da ist er ja. Ah, da! Herr, Hilfe! Du nervige kleiner Bastard. Durch die Stöcke. Ach, er ist in Ruhe eingeflüchtet. Hier drin ist es zu eng. Autsch, mein Kopf. Nur eine Sekunde früher und ich hätte ihn gehabt. Und nun, er kann praktisch überall sein. Ach, ich könnte also gut. Wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mach auf. Okay. Haben wir das auch erledigt? Okay. Schluss mit dem Faxen eindringen, ergib dich. Ich habe eilig. Ich habe eine Trottel. Versuche ja nicht, mich aufzuhalten. Ich habe eine Idee. Komm, nochmal. Noch einen Schlag, dann ist er tot. Das war mal ein kurzer Kampf. Und ein unnötiger Kampf. Ganz ehrlich, das war eigentlich ein unnötiger Kampf. Hallo? Ja, okay. Okay, jetzt gehe ich mal die Treppen nach oben mal, also den Weg hier. Code eingeben. 8. 2 8